Willkommen zurück im Krafthaus. Im heutigen Video möchte ich euch ein bisschen was erzählen über das Beintraining zu Hause, was ihr machen könnt, um eure Muskulatur stabil zu behalten, solange ihr nicht ins Gym kommt. Die wichtigste Übung dafür sind natürlich die Kniebeugen. Ohne Gewicht ist das manchmal ein bisschen deprimierend. Aber ich zeige euch neben der normalen Kniebeuge auch nochmal ein paar Variationen, wie ihr euch das ein bisschen erschweren könnt, wenn ihr keine Gewichte habt. Zur Ausübung der Kniebeuge stellt ihr euch ungefähr etwas weiter als schulterbreit auf einen festen Stand. Ihr nehmt die Hände nach vorne. Von hier aus beugt ihr eure Knie und nehmt das Gesäß nach hinten und geht ungefähr auf eine 90-Grad-Beugung in eurem Kniegelenk und drückt euch von hier aus wieder nach oben. Achtet auch hier, wenn ihr die zu Hause macht, darauf, dass die Knie nicht so weit über die Fußspitzen rüberschieben. Dafür müsst ihr das Gesäß weit nach hinten nehmen. Und damit ihr nicht umfallt, müsst ihr die Hände dann entsprechend nach vorne strecken. Wem das zu einfach ist, der kann sie ein bisschen variieren. Er kann das Gewicht auf ein Bein mehr verlagern, sodass wir schon in die Nähe kommen einer einbeinigen Kniebeuge. Das heißt, ich gehe aus dieser Position mit meinem Gewicht jetzt beispielsweise über das rechte Bein, nehme wieder die Hände nach vorne, gehe zurück und drücke mich mit der Hauptkraft des rechten Beines nach oben, wechsle dann vielleicht nach 10 Wiederholungen, gehe mit meinem Gewicht auf das linke Bein, Hände nach vorne, zurück. Und drückt dann mehr aus dem linken Bein. Dadurch wird die Kniebeuge schon wesentlich schwerer und ihr habt einen besseren Muskelwachstumsreiz. Ihr könnt euch auch zum Beispiel einen Stuhl nehmen oder einen Schrank, irgendwo euch dran festhalten und dann das eine Bein ganz nach vorne nehmen, noch mehr entlasten und geht dann auf ein Bein nach unten, streckt das andere Bein nach vorne, helft ein bisschen mit der unterstützenden Hand und könnt so einbeinige Kniebeugen machen. Eine weitere Möglichkeit für einbeinige Kniebeuge mit Unterstützung eures Oberkörpers oder eurer Oberkörperkraft zeige ich euch am Türgriff mit dem Handtuch. Und da gehen wir jetzt einmal kurz hin. Okay, jetzt zeige ich euch die Kniebeuge mit Unterstützung an der Tür. So, die Tür öffnet sich von allein. Ich nehme mein Handtuch und hänge das hier hinter die beiden Türgriffe. Jetzt habe ich hier wieder einen stabilen Halt, so wie ihr das vielleicht auch schon gesehen habt in meinem Video für das Rückentraining. Jetzt kann ich von hier aus ziehen und mein Bein unterstützen, wenn ich meine einbeinige Kniebeuge mache. Das heißt, ich gehe mit dem einen Bein nach vorne und das andere geht nach unten. Und von hier aus drücke ich mich nach oben und kann, je nachdem, wie stark ich bin oder wie stark ich die Belastung haben möchte, mit dem Oberkörper, mit den Händen mich ein bisschen mit ranziehen. Das gilt natürlich auch für eine normale Kniebeuge, dass ihr das mit beiden Beinen machen könnt, dass ihr euch hier rausdrückt und je nachdem, wie viel Unterstützung ihr haben wollt, so stark zieht ihr hier. Und wenn ihr das mit den einbeinigen Kniebeugen am Anfang noch nicht so gut kennt oder könnt, weil ihr auch viel stabilisieren müsst dabei, kann man auch hier arbeiten, dass ich sage, ich fange an mit einer normalen Kniebeuge und jetzt nehme ich das Gewicht auf das rechte Bein, entlaste das linke, gehe auf das andere Bein, entlaste das andere so lange, bis ich dann vielleicht irgendwann in der Lage bin, mich immer mit einem Bein hochzudrücken. Und irgendwann kann man dann vielleicht die einbeinigen Kniebeugen auch mal ohne Unterstützung machen. Okay, eine weitere Übung, die super ist für das Training der Beinmuskulatur, sind Ausfallschritte. Kennt ihr auch teilweise aus dem Gym, macht ihr sie entweder halt auf dem Punkt stehend oder in einer gehenden Bewegung. Zu Hause hat man meist nicht so viel Platz. Da bietet sich das dann an, wenn man die auf dem Punkt stehend macht. Und dabei setzt ihr einen Fuß nach vorne, den anderen habt ihr hinten. Von hier aus führt ihr euer hinteres Knie Richtung Boden. Achtet wieder darauf, dass das vordere Knie nicht so weit über die Zehenspitzen hinausschiebt. Und geht ihr von hier aus nach unten und drückt euch wieder nach oben. Das könnt ihr entweder erstmal mit einer Seite zu Ende machen. Oder ihr könnt das auch abwechselnd machen, dass ihr einen Fuß nach vorne nehmt, runter geht
euch zurückdrückt, zur anderen Seite nach unten geht, euch zurückdreht. Ich mache sie nochmal von der Seite vor. Ihr steht hier, ein Bein nach vorne gesetzt, das andere nach hinten. Von hier aus gerade stehen, jetzt führe ich das hintere Knie Richtung Boden. Achte darauf, dass das vordere Knie nicht weit rüber schiebt. Und drücke mich hier nach oben. Auch das können wir uns wieder schwerer machen, indem wir das hintere Bein erhöhen. Das könnten wir zum Beispiel machen, indem wir den Fuß auf einen Stuhl stellen. Ich habe hier leider nicht so einen richtig stabilen Stuhl, deswegen mache ich das mal hier auf diesem Bock. Aber ein Stuhl tut es zu Hause auch. Ihr nehmt den einen Fuß hier hinten rauf, den anderen nach vorne und jetzt geht er von hier aus runter. Und macht eure Ausfallschritte erhöht. Dadurch werden sie auch noch etwas schwieriger. Eine weitere Übung, die ich euch noch zeigen möchte, die auch super effektiv ist, die ganz toll in die Gesäßmuskulatur reingeht und die den Beinbeugemuskel stark trainiert, ist das Hüfthochheben aus der liegenden Position mit erhöhten Fuß. Weil dann haben wir auch wieder etwas schwerere Belastung, als wenn wir das jetzt einfach nur so aus der liegenden Position machen. Dazu könnt ihr euch auch wieder zu Hause euren Stuhl zur Hilfe nehmen oder ich bediene mich jetzt einfach mal dieses kleinen Kastens, weil er stabiler ist und weil ich ihn habe. Ich lege mich da vor diesen Kasten, stelle meinen einen Fuß auf den Kasten rauf, die Hände nehme ich zur Seite und von hier aus drücke ich die Hüfte nach oben. Für jemanden, für den das doch zu schwer ist, der kann auch beide Füße raufstellen. Aber das Problem ist ja meistens zu Hause, dass wir nicht so viel Gewicht haben und dass das Beintraining, was wir machen, mit beiden Beinen immer etwas zu leicht ist. Hier wäre die andere Seite. So könnt ihr euch für zu Hause ein kleines Workout zusammenstellen, dass ihr sagt, ihr macht euch ein bisschen warm, geht vielleicht 10 Minuten um Block laufen oder schnell spazieren, geht dann hoch und dann macht ihr vielleicht 3-4 Sätze Kniebeugen mit vielleicht 15er, 20er Wiederholung, eventuell vielleicht auch mit der Belastung auf ein Bein oder einbeinige Kniebeugen und dann macht ihr vielleicht noch 4 Sätze Ausfallschritte mit 10, 15 Wiederholungen pro Seite, eventuell erhöht und dann das Hüfte nach oben bringen auch nochmal. Und dann hattet ihr schon ein kleines Workout für zu Hause, was auf jeden Fall für den Erhalt eurer Beinmuskulatur weiterhilft.